weiter. Danke. Thank you.
is even standaard. Wedrennen? Sehr gut. Ein bisschen chillen. Bei 30 km pro Stunde. Nicht zu viel Arbeit machen.
Morgen.
Danke. Haben Sie meinen vierten Himmel gesehen? Thank you.
Morgen.
30. Wie schnell ich fahre, die Wunschte, ich kann. Auf lange Strecke 40. Einfach. Und dann, wenn ich
seriös Power machte, 60. Dann kann man da gut auch mal Rennradfahrer ärgern. Ja. Aber das, das Gewicht ist 45 Kilo. So bergauf ist das ein bisschen schwer. Ja, ja. Ich habe auch vor kurzem mich interessiert für sowas. Ja. Ah ja, aber das ist 45 mit mein Pumpe und Reifen. Ja. Ja. Hier geht das los. So. Nein, habe ich noch nicht gemacht. Ich wohne in Holland, ja. Und dann gehe ich einen Tag 150 und nächsten Tag 200, ja. Aber von Hause. Aha. Einfach. Okay. Das ist meine kleinste Erschnellung. Ja. Wie viel Stauraum hast du da? Genug für ein Tente, so, ja. Und ein Schlafsack, ja. Ja. Und andere Sachen an die andere Seite. Das ganze Hinterplatz, ja. Es gibt ein 20 Inch Rad, ja. Drin, ja. Und das ist alles. Und der Rest ist, können Sie brauchen für andere Sachen. Sind wir da jetzt? Ja, ich glaube, ich muss umdrehen. Okay. Ich muss meine Schwester hochziehen. Oh. Also, viel Spaß. Spaß. Guter Sport. Ein bisschen zu viel? Ja. Soll ich Ihnen helfen? Mit meinen Bremsen? Ja? Nein, nein, mit Bremsen. Da können Sie hier anhalten. Ja. Ja. Erstmal sehr langsam. Ich bin ja mit der starken Steigung bin ich nämlich ein bisschen unsicher. Aber so ist ja spitze. Das ist klasse. Da muss ich noch einmal nach oben. Sie können ruhig noch ein bisschen können Sie es außen lassen. Ja? Können Sie den Haar auch noch gleich mitnehmen? Oder geht es zu zweit? Ja, das geht. Das geht? Ja. Okay, Hanno, also dann komm auch mit. Weil er hat seine Schuhe vergessen. Wir wollten nämlich runterlaufen. Ah. Und dann hat er seine Schuhe vergessen. Ja, aber er muss das alles wieder mit Fuß.
treten, nicht? Ach so, jetzt haben wir, oh ja, eben. Ja, ja. Okay, wunderbar. Oh, das ist schon genial. Dann gehe ich noch mal. Oh, klasse. Was ist denn das für ein Teil? Haben Sie das, kann man das kaufen? Ja, das kaufen Sie in den Niederlanden. Ja, ach geil, ich dachte nämlich, Sie sind Niederländer. Ja, Velomobil, NL. Ja. Ja. Wir halten Ihnen heute auch die Daumen. Heute Abend. Die Deutschen sollen mal Fußball, oder? Ach, ja, ja. Ja. Ah, Fußball. Ne, sind Sie nicht so ein Fan? Nein. Ich bin ein Velomobil-Fan. Ein Velomobil-Fan. Gibt es da Wettbewerbe? Was? Kann man um die Wette fahren auch? Ja. Ja? Ja. Das ist echt genial. Ich glaube, den Rest kriegen wir hin, oder? Aber, ja, oder warte mal, bist du der, bist du vielleicht da, wo man da abbiegen kann, ja, dann kann er drehen. Doch. Oder, ja, muss man sehen. Ja, ja, nicht, dass sie das alles noch erfahren müssen. Bist da vorne. Das ist echt genial. Haben Sie eine Kamera da am Kopf, oder was ist ja, das? Ja. Echt? Ja. Ah, was machen Sie? Landschaftsaufnahmen, oder was machen Sie mit der Kamera? Ja, hier in diesem Strecke. Sie sind aus den Niederlanden hierher gekommen zum Schnee. Ja. Echt? Ja. Extra in dem Fall? Ja. Aber ich habe Freunde in Nagold. Ah, okay. Ein kleines Detail. Ja, ja, ja. Und von wo kommen Sie aus dem Axel, Seeland. In Nähe der Belgien, Antwerp, ah, aber okay. in die ja, Niederlande. Ja, ja. Okay. Ja, 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 ja. Genau. Ja? Ja? Okay. Auch viel Spaß. Dank, ja, kein Problem. Okay, also, ja? Tschüss. Tschüss. Viel Spaß.
Was? Ich spreche dir Udo. Ein Udo? Fahrrad. Fahrrad. Ein Liegerad. Ja, ja. Viele Leute hier. Hä? Viele Leute hier. Oh, wenig. Ja, nicht so viel? Nicht so viel. Ich mag gerade schon ein bisschen gleich. Das ist ein schönes Schema. Ja. Voll Power. Okay, geh mal runter. Ja, da schau, da ist ja. Oh, kein Problem. Das geht. Dankeschön.